Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stalker Lost Alpha und ich bin hier gerade ein bisschen im Bedrängnis. Ich gehe, glaube ich, mal wieder runter in den Bunker. Wobei ich am Überlegen bin, ich glaube, wir gehen woanders hin, denn es steht ein Blowout an, also eine Emission. Und da sollte man sich nicht irgendwo draußen befinden, das wäre nicht gut. Ich weiß nicht, ob es reicht, wenn wir zum Beispiel hier im Haus sind. Ich glaube langsam eher nein, weil ich hier kaum noch jemanden sehe. Wo gehe ich hin? Wo gehe ich? Ich gehe hier in das Haus zu den Typen, die da drin sind. Zum Glück hat man noch ein paar Sekunden, nachdem es wirklich angefangen hat. Ich schaue einfach mal, ob das hier reicht, theoretisch. Dann können wir nämlich hier am Fenster stehen und uns das Ganze mal anschauen. So, wir, oh, okay. Missionsdeckung. Kenne ich noch nicht. Wahrscheinlich ist da die Konzentration am höchsten. Generell. Wir haben auf jeden Fall als nächstes einen Auftrag, zur Müllhalde zu gehen und etwas über Strelok zu erfahren von Seri. Oder Emissionsdeckung. Ah, Emissionsdeckung. Ich bleibe jetzt trotzdem mal eben hier stehen, zur Not muss ich neu laden. Ich glaube, das ist dann halt wirklich ein Ort, wo man sicher ist vor der Emission. Das ist wahrscheinlich einmal klar der Bunker von Sidorovic. Und dann die zwei einzelnen Bunker, die es hier noch gibt. Wobei das wahrscheinlich nicht der Bunker ist. Mal schauen. Das ist wahrscheinlich, ja, ich gehe stark davon aus, dass das die Orte sind, wo man sicher ist. Hier ist Fuchs. Hier ist halt das Banditenlager. Schauen wir mal, sehen wir schon irgendwelche Auswirkungen? Bisher noch nicht. Wo treiben die sich hier denn rum? Hier sind die. Oh, er ist am Beten und das ist gerade mega laut. Ja, draußen fliegen würde ich nicht mehr. Ach du Scheiße. Okay, krass. Die Emissionen sahen ja damals bei, ich glaube, Call of Pripyat war das, ne? Wow, sah nicht schon geil aus. Die gefällt mir jetzt nicht ganz so gut, aber es wirkt irgendwie besser. Wie wirklich Wellen, die übers Land ziehen. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt noch, weil es ist halt bei mir auf den Ohren, das ist gerade mega laut. Aber scheinbar sind wir hier sicher. Na, war's das jetzt, oder? Also normalerweise, zumindest kenne ich es von Call of Pripyat so, kriegen wir mal, ich glaube auch von Clear Sky, oder? Auf jeden Fall kriegen wir normalerweise eine Nachricht, wenn die Emission rum ist. Ich warte auf jeden Fall mal noch kurz. Ich will jetzt nicht rausgehen und auf einmal kommt die nächste Welle angerollt. Das wäre ganz böse. Ich höre den Sound halt auch immer noch von der Emission. Ja, jetzt. Okay, ich denke, das war's. Ich kann wieder sicher raus. Gut. Aber schön, dass die NPCs auch in Sicherheit gehen. So, ich schau mal kurz ins Inventar. Beziehungsweise ich schau mal eben, was haben wir an Munition mit. Da nicht viel. Da ein bisschen was. Haben wir für die haben wir noch 80 Schuss dabei. Da haben wir auch noch 28 Schuss. Und wie viel haben wir noch dafür? Dafür haben wir massig. Denn ich bin am überlegen, was wir jetzt als nächstes tun. Und ich würde vorschlagen, wenn mein Mauszeiger da wäre, wir gehen zur Müllhalde. Wo geht's denn da jetzt hin? Ins dunkle Tal? Rostock-Fabrik? Das müsste Agropom sein, genau. Oh, das dunkle Tal. Das dunkle Tal, da gibt es drei Eingänge. War es früher schon so? Zur großen Metallfabrik.
Dunkle Zahl. Große Metallfabrik. Die scheint mir irgendwie neu zu sein. Zum Müllhalde. Wo kommen wir hier hin? In den Wald? In welchen Wald? Zu den Armeelagerhäusern? Beziehungsweise, ich glaube, die Gebiete gab es. Das hier hieß nur zum Beispiel anders, das Gebiet. Aber das gab es 100 Pro. Das hier meine ich auch. Wo geht's hier hin? Ja. Baustelle. Nach Yanta. Ach, genau, das war das. Es kann auch sein, dass ein Teil einfach wegen der Übersetzung ein bisschen... Hier ist Yanta. Da ist die Baustelle. Die Baustelle kommt mir jetzt so auf den ersten Blick nicht sehr bekannt vor. Ich bin mal gespannt, ob hier irgendwo... Klar, Agroprom-Forschungsinstitut. Das kenne ich. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich irgendwo neue Gebiete gibt. Hier ist die tote Stadt. Radar. Der sagt mir jetzt auch nicht viel, aber ist auch schon als längere Zeit her. Aber die tote Stadt sieht irgendwie neu aus. Was haben wir hier? Ländliche Gegend. Die ist bestimmt neu. Betonfabrik ist garantiert auch neu. Ja, Lenin AKW. Also das Tschernobyl Atomkraftwerk. Das ist Pripyat. Okay. Außenbereiche. Also es scheint wirklich neue Gebiete zu geben. Ich will mal eben gucken wegen der Munition. Ich pack mir mal noch ein bisschen was für die Pistole in den Gürtel. Gut, und dann machen wir uns auf den Weg zur Baustelle. Ja, falls nicht noch irgendwas Unvorhergesehenes passiert, sollten wir da relativ gut hinkommen. Die meisten haben wir ja... Na, jetzt bin ich natürlich noch hier oben. Das meiste sollten wir ja ausgeschaltet haben. Hier zum Beispiel das Militär. Hier die... Naja, ich sag mal, Banditen bzw. die Geiselnehmer sind ja nicht feindlich. Das ist anders zum Original. Da waren die generell feindlich. Da mussten wir uns halt einfach da durchballern und fertig. Beziehungsweise da waren die, ich glaube, nicht am Anfang feindlich, aber ja, man ist halt letztendlich, glaube ich, sowieso nur mit einem Schusswechsel da rausgekommen. Von daher. Ich bin auch am Überlegen gewesen, was mir gerade einfällt, ob ich noch die Sniper mitnehme. Denn ich glaube, wir werden jetzt erstmal ein paar Folgen lang nicht mehr hierhin zurückkommen. Aber an für sich, wir hatten eh kaum Munition. Wir haben zwar noch einiges an Geld, 11.000. Aber dafür will ich jetzt ungern die Munition dafür kaufen. Deswegen lasse ich es einfach. Und gehe so weiter. Hier ist ein bisschen Strahlung. Das sollten uns aber noch nicht viel anhaben. Ja, da ist ein bisschen oben am Bildschirm ein kleiner Grafikfehler. Militär ist auf jeden Fall weg. Das bleibt auch scheinbar weg. Vielleicht kommen die irgendwann später nochmal neu. Wo kommst du her? Warst du echt da irgendwo da im Busch? Ich muss mich jetzt wieder dran gewöhnen, da ich... Ja, ich habe vorhin eine Runde Division gespielt. Und da habe ich es, wie eigentlich bei fast jedem Spiel, eingestellt, dass ich nur einmal Rechtsklick machen muss, um in Scope zu gehen. Das geht hier aber leider nicht, deswegen muss ich das hier so lassen. Ich wechsle nicht noch eine Waffe? Ne, ich lasse die Shotgun erstmal, falls irgendwas vor uns auftaucht. Und wir rutschen irgendwie gerade ein bisschen zur Seite weg. Ich kann da nichts wirklich gegen machen, jetzt geht's wieder. Auf Entfernung haben wir immer noch die Pistole. Wenn da hinten jetzt jemand auftauchen würde, der würde uns wahrscheinlich eh noch nicht sofort sehen. Und wenn irgendwas vor uns auftaucht, dann mache ich Shotgun. Damit geht das ganz gut. Und im Wechseln aufs Sturmgewehr können wir immer noch. Da sind die Geiselnehmer vermutlich. Sehr wahrscheinlich sogar. Es ist leider, die Punkte vom Radar sind nicht immer ganz so genau. Die, je nachdem wie ich mich drehe, wechseln die ein bisschen. Die werden im Haus stehen. Aber ist noch okay. Ich glaube, das Haus ist neu.
Ich glaube, ich weiß, was kommt. Ja. Scheißviecher, ne? Ja, fast. Man trifft die halt auch kaum. Die sind schon echt eklig. Und man sieht sie halt kaum. Und die machen zwar nicht viel Schaden, aber sie machen Schaden. Und das sind eine ganze Menge. Schön nachladen. Na, wo seid ihr? Ihr rennt da vorne noch rum. Eieiei. Das ist echt nicht wenig. Den habe ich wohl getroffen. Ja, okay, der war daneben. Aber den habe ich getroffen. Gott. Einiges, was an Munition weggeht wegen denen. Aber ich will nun mal auch das Scheißhaus, wo die sind, einmal durchsuchen. Da sind immer auch welche. Aber verdammt. Das sollte es gewesen sein, oder? Kann man die wenigstens looten? Ja, theoretisch schon, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, da alle einzeln durchzugucken. Wenn ich meinen einen oder anderen hier, oder die eine oder andere Leiche von denen sehe, okay, aber scheinbar haben die sowieso nichts dabei. Gut, dann packe ich mal irgendwie ein bisschen Munition nach oben. Hätte ich, glaube ich, doch mehr mitnehmen sollen. Das war's schon, ne? Tatsächlich, mehr haben wir nicht mit. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwie auf der Müllhalde vielleicht jemanden finden, der ein bisschen Munition geben kann. Beziehungsweise ihn überreden mit bleihaltigen Argumenten. Oder sonst irgendwo was gelootet kriegen. Und wahrscheinlich wird hier nicht mal was sein, ne? Nee. Sieht nicht so aus. Ich schaue nochmal oben auf dem Dach. Aber ich bezweifle, dass da was ist. Ja, da war definitiv nichts. Gut, Heli soll sich ein bisschen beeilen. Ich will weiter. Okay, der dreht. Und ich höre schon wieder irgendwelche Viecher. Oder? Ich dachte, ich hätte gerade mal welche von den Kleinen gehört. Ansonsten sieht das Feld relativ frei aus. Hier ist irgendwas. Und da ist scheinbar erst der Durchgang. Ich glaube, früher war hier der Durchgang. Da ist nämlich, glaube ich, irgendwie sowas wie ein Kontrollposten. Da bewegt sich doch irgendwas, ist da. Ich weiß nur nicht, ob es eine Anomalie ist. Ja, sieht mir eher nach Anomalien aus, aber irgendwas kommt gelaufen. Hört ihr es? Oder? Sind das keine Schritte? Ja, das sind definitiv Anomalien. Doch, das sind Hunde, oder? Ich glaube, das sind Hunde. Oder Wölfe. Also markierte Hunde oder Wölfe. Die lassen wir aber mal in Ruhe. Solange die uns in Ruhe lassen. Ja, Feueranomalien. Auch sehr, sehr schön. Genau, renn mal da rein. Guck mal, Köter. Wow, 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 wow.
Da rennt der Köter. Na, komm ruhig her. Das war aber definitiv keine normale Feueranomalie. Da ist irgendwas gewesen, was mich verfolgt hat. Ich schau mal kurz, ob ich hier irgendwas looten kann. Sieht aber nicht so aus. Da kommt's. Irgendwas ist das. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wow. Aber es lässt... Naja, ich will jetzt nicht sagen Flammenwerfer, aber es sieht stark nach Flammenwerfern aus. Irgendetwas entstehen, was halt nach... Oder mit Feuer nach uns speit. Das scheint einfach nur eine kleine Straßenblockade zu sein hier vor uns, ne? Ah, nee. Auf der Map. Das ist, glaube ich, ein Stück weiter oben. Ich mache mal einen Quicksave. Ich mache mal wirklich einen Quicksave. Ich weiß nicht, manchmal funktioniert das nicht so ganz. Dann gehen wir mal hier an den Truck und schauen uns erstmal um. Stalker, du bist im militärischen Gebiet. Bleib auf der Straße und alles ist gut. Immer schön entspannt bleiben. Okay. Die sind aber schon feindlich. Soll ich... Ich probiere es einfach mal. Vielleicht lassen die ja mit sich reden. Guten Tag. Handeln können wir mit ihm? Möchtest du ihn kaufen? Bestimmt, ne? Ja, sehr schön. Hast du irgendwas Interessantes auf Lager? Kleiner Hinweis, wenn du dich mal als Scharfschütze betätigen solltest, wenn dann eine Kugel gerader fliegen soll, lass das Magazin vor in der Sonne liegen, damit es sich erwärmen kann. Die explosive Verbindung brennt dann stärker und die Materialien der Kugel und des Patronengehäuses verhalten sich anders, wodurch die Kugeln schneller und damit weiterfliegen, wodurch sich die Flugbahn weniger stark krümmt. Okay, danke, bis bald. Wo sind dein Kollege? Oh, der steht schon unten. Naja gut, dann gehe ich mal weiter, wenn ihr mich hier in Ruhe lasst. Ich befürchte nur, dass wir irgendwann mal zurückkommen. Und wenn wir zurückgehen, werden die auf uns ballern. Hier sieht es auf jeden Fall auch anders aus, als das, was ich kenne. Ja, denn im Original müsste man hier irgendwo ins Haus gehen. Also da war hier vorne noch eine Mauer, ein kleiner Turm. Man musste ins Haus gehen und durch das Haus kam man dann zur Müllhalde. Das ist jetzt scheinbar anders. Das Problem, das ich gerade habe, wenn ich zur Müllhalde gehe, bekomme ich ein Ladescreen. Und im Ladescreen pausiert immer kurz die Aufnahme des Bildes. Da oben ist ein Hund. Allerdings nicht der Ton, das heißt, es wird asynchron. Das wird nachher für mich wahrscheinlich wieder ein richtiger Spaß beim Schneiden. Köter. Da kommt noch einer irgendwo. Da bist du. Gute Wahl, man sieht sich. Denk an die Regeln, Stalker. Ja, ich bin hier. Ich war nicht mal mit dem halben Fuß auf dem Rasen. Mein Gott, man kann sich auch anstellen. Da komme ich aber nicht rein, wie es scheint. Gute Wahl, man sieht sich. Danke. so einfach geht's auch, ne? Ich will mich halt nicht unbedingt mit denen jetzt anlegen. Ich meine, wir hätten die wahrscheinlich auch down gekriegt. Aber besser ist das. So, ich mach mal einen Quick Save. Vorm Ladebildschirm ist das immer von Vorteil. Und zum nächsten Gebiet reisen? Ja, bitte. So, ich werde jetzt wahrscheinlich im Ladescreen nicht sehr viel reden. Da ständig die Aufnahmen pausiert und das muss ich nachher irgendwie zusammenschneiden. Okay, da sind wir wieder auf der Müllhalde. So, wir schauen nochmal. Es sieht auf jeden Fall anders aus, als ich es kenne. Ich schau mal eben kurz auf die Map. Öffne dich. Ah, da ist er. Okay. Ich meine, wir wären früher hier vorne dann auch gespawnt. Direkt an einem Haus dran, klar, weil wir ja auch aus dem Haus rauskamen. Dann laufen wir mal ein Stück. Gefällt mir auf jeden Fall im ersten Moment das Gebiet.
Ich weiß noch, ich es früher nicht so sehr mochte immer. Im Original Stalker, aber. Hier sieht es echt nicht schlecht aus. Macht wahrscheinlich auch die Grafik. Wo ich jetzt sofort wieder an Stalker 2 denke, das wäre einfach so genial. Habe ich eigentlich. Da habe ich noch 4 Schuss. Dann mache ich das so mal, dass ich wieder 30 Schuss mit dabei habe. Biete best deine Hilfe an. Okay, antworte auf den Hilferuf. Welcher Hilferuf? Gut, Quick Save und dann läuft das Ding. Okay. Okay. Aber ich glaube, bevor wir mit denen reden, die hier sind, ich schau mal eben hier bei denen. Na, hier komme ich doch bestimmt rein. Das sag ich doch. Ich sollte aber nicht zu lange drin bleiben. Nur mal eben schneller als looten. Und wieder raus, weil hier strahlt es ordentlich. Okay, und weg. Gut, wie stark ist die Strahlung? Sie ist schon relativ hoch. Ich glaube, ich trinke mal einen Edgar. Auch wenn wir jetzt natürlich schon genossen sind. Und meine Lampe sollte ich mal ausmachen. Na Leute, wo ist denn? Also ein bisschen übertrieben schon, finde ich. Oh, ihr wollt, ich wollte hier nicht runterfallen. Aber so, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ist hier im Gebiet auch definitiv etwas mehr Strahlung als im vorherigen. Boah, das ist schon sehr extrem, muss ich sagen. Also wenn ich so laufen würde, wenn ich besoffen wäre... Ach du Kacke. Wo sind die Leute? Da sind Leute markiert, aber ich finde sie nicht. Naja, gut. Wahrscheinlich irgendwo ein Stück weiter unten oder so. Wow. Okay, das kam jetzt überraschend. Wer bist du denn? Anton Ivanov. Irgendwas Besonderes. Hier handeln möchte. Da geben wir ihm das mal. Okay. Gut, ja. Bevor wir mit ihm reden, beende ich die Folge. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Liken, abonnieren, ja. Abonnieren ist immer gut. Abonnieren natürlich. Könnt ihr alles gerne machen. Jetzt bin ich komplett raus, aber... Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Stalker Lost Alpha.